Dann reisen wir halt schnell mal in die Kaiserstadt und legen das Schild mal ein wenig ab. Weil das hat ja einen ziemlich fetten Basiswert mit 2820 Goldstücken. Und für 800 Gold verschenken, das mag ich jetzt nicht so. Nicht so laut, bitte. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich bin Agnete, die Schmiedin. Die Besäuselte nennen sie mich. Ich wünschte, ich wäre die Besäuselte. Rumors. Ich glaube, Glatir macht gerade mal wieder eine schwierige Phase durch. Was meint ihr? Ja, tatsächlich. Es ging gerade. Also, die örtlichen Weine sind hervorragend. Sie sind nicht billig. Aber ich trinke kein Bier oder Ale mehr und das will was heißen für eine Nord. Eine Nord! Du hast so eine geringe Disposition, obwohl ich eure Stadt und deinen Arsch gerettet habe. Witzeln mag sie nicht so, das auch nicht. Der war gut. Wohl kaum. Versucht nicht mehr. Das ist ziemlich gut. Ja, wohl kaum. Weder jetzt noch hinzu. Hört auf! Was? Sich. Hört auf! Ihr macht mir Angst. Ihr. Der war gut. Ja. War wohl kaum. Hört. Ja? Ich das verstehe. Können wir mal versuchen. Ja. Nicht schlecht, gar nicht. Ja, einverstanden. Ich habe keine Wahl. Du hast keine Wahl. Nicht so pfiffig kaputte Ausrüstung mit sich. Lebt wohl. Dann, ach, war warte mal. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Hat die zufällig... Benötigt ihr vielleicht eine neue Rüstung? Ein paar gescheite Stahlpfeile. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich. Auch ihr. Die hat zwar 1200 Gold für das Schild, aber... Oder was sie hier rausbekommen würden, wären 1200 Gold, aber das ist ja nicht mal die Hälfte von dem Preis. Wir müssten da anfangen, Gold in die Läden zu investieren, mit mehr Handelsgeschick. Hallo. Aber das zu steigern ist auch nicht gerade einfach. Ich pack den Schild halt einfach erstmal mit hier rein. Ins Geraffel. Und wir hatten doch Zutaten irgendwo. Oh Gott, ich glaube, Koroll war so ein richtiges fettes Gebiet. Ja, was heißt drum? Was wir jetzt einmal gemacht haben, das haben wir gemacht. Dann snacke ich mir halt hier Koroll noch rein. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Dann haben wir einen weniger auf der Liste. Sehr erfreut, euch zu treffen. Ich bin Gräfin Valga von Koroll. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich zu unterhalten, aber ich führe gerade eine Untersuchung durch. Eine Untersuchung? Erzählt weiter. Ich will erstmal... Hilfe für Brumar. Ich kann Brumars Notlage gut verstehen, aber Korolls eigene Verteidigung muss Vorrang haben. Ich kann keine Soldaten erübrigen, solange Koroll noch von diesem Oblivion-Tor außerhalb unserer Mauern bedroht wird. Na dann, schließen wir das Tor. Lebt wohl. Die Untersuchung ist eine Quest, die ich ein bisschen später machen möchte. Einfach, weil das Timing gerade dazu noch nicht reif ist. Morgen ist schon der Ostersamstag. Alter Falter. Dann werden die Leute wieder einkaufen rennen, wie sonst was.
Ein Clan 4. Den haben wir ja erwischt hier. Oh ja. Das war das fette Gebiet. Shit. Ich würde sagen, wir gehen nicht hier vorne rein. Die laufen halt alle auf diesen fetten Turm zu und du hast keine Ahnung, wo was ist. Und wer was öffnet. Come at me, bro. Einmal gut abgehangen, einmal gut aufgespießt. Dann wird es Zeit für eine kleine Begehung. Immer schön den Turm raufgeschlichen. Wenn wir das jetzt hier aufmachen, dann fällt er da runter. Und da. Uff. Das wäre jetzt zu lustig, wenn wir irgendwie gleich rauf könnten, aber ich bin mir nicht sicher. Wir müssen halt irgendwie einen Stock höher rauf. Könnte der da sein? Können wir hier dem auf den Kopf schieben? Haben wir geschafft. Wir kamen von hier rauf, hier rein. Können wir da ein Tor öffnen oder irgendwas? Müssen also an den Turm hier rein. Dann schaue ich mal kurz, was hier drüben versteckt ist. Im Tsunami. Das Tsunami-Tor ist offen. Wenn ich hier jetzt runtergehe. Snipe mir den mal in den Hinterkopf. Und schauen hier mal nach draußen. Ja, ja, ich verpiesel mich hier schon. Da ist jetzt das Tor geöffnet.
Und in den Turm können wir wieder raufklettern. Du alter schelmischer Daedra-Mistkerl. Ich weiß, dass ich das einmal auf jeden Fall hier ziemlich lange zugang war. Vielleicht kriege ich es heute schneller hin. Okay. Lasst mich nicht lügen. Ich bin hier ein bisschen gefangen. Kann ich hier irgendwie mich hochglitschen? Ditte ist ja interessant. Wenn ich hier raufkletter. Gut, dann passt wieder alles. Dem ziehen wir zwei Goldstücke aus dem aufgeblähten Wanst. Hier haben wir nur einen Blutbrunnen. Fragt sich nur, ob und wo wir das letzte Tor aufmachen können. Ich glaube, wir müssen ja von hier aus nach oben raus. Ja, das wird spannend. Herzzerreißende Hallen. Der Scamp, der wurde anscheinend mit Silberlöffel im Poppes geboren. Ups. Hey, langsam rechts schon mal. Kann ich jetzt einfach rauf und in die Hallen? Wäre actually pretty nice hier. Stahldolch. Das geht übrigens nehmen wir hier auch mit. Hier machen wir den Wesley Schneiper. Da können wir noch ein bisschen rauf. Und schleichen hier ein bisschen vorsichtiger rum. Die alten Remora-Lüstlinge hier. Ah, jetzt müssten wir bald mal. Die Spitze des lustigen Turms erreicht haben.